So, auf geht's. Eine neue Folge Star Wars Outlaws. So, ich würde mal sagen, wir ziehen jetzt endlich auf dem Planeten Akiva. Und ich gucke mir das Ganze da jetzt mal an. Jura Raumhafen. Dschungel dort verbirgt sich eine Menge. Schmuggel, Wildtierhandel, Rebellenaktivität. Sind das nicht deine Freunde, Kay? Sicher. Und nach unserer Aktion auf Kanto schulde ich ihnen was. Ah, wir verwenden alle Sarkasmus. Ausgezeichnet. Wir brauchen einen fähigen Droidenschmied, um am Torwächter vorbeizukommen. Wenn du meinst, das ist Gedeek, glaube ich dir. Glaub mir, tut er nicht. Was weiß denn ein Kleinkrimineller von Kanto über Droiden? Oh, er weiß alle möglichen Dinge. Etwa, wie man unbemerkt einen Hemmbolzen entfernt. Er hat diesen Stift, der Protokolle löschen kann. Wenn du weiterredest, muss ich dich leider erschießen. Und Kay, ich brauche keine Hilfe. Ich bin nicht kaputt. So. Ich werde mal nach draußen gehen. In Ordnung, okay. Selbst wenn ihr zu Hause vorbereitet ist, besuchen Sie Ihre Nachbarn. Kay, fang am Alcazar an. Das ist eine Kantine, die einem örtlichen Gangster namens Surat Nuat gehört. Wenn dein Droidenschmied so gut ist, wie du sagst, dann kennt Surat ihn. Kannst du mir sonst noch was über den Kerl erzählen? Surat ist ein Schmuggler. Er nutzt die Katakomben unter der Stadt, um seine Ware zu transportieren. Er ist ein Psychopath und hat angeblich einen Streit mit den Pikes in Myra angefangen. Oh, danke, das hilft. Wenn du Surat getroffen hast, denkst du mir nicht mehr. Okay. Achso, erstmal die Karte. So, der Druidenschmied. Folgen. Finden. So, dann haben wir da ihn. Da können wir ab. Da haben wir einen korrupten imperialen Offizier. Der müsste also da stehen. Irgendwas jetzt zu sagen hat. Hey, müssen Sie von der Fahndungsliste? Ah, kleiner Nebenjob abseits vom Imperium. Ist es verboten, ein paar Kredits nebenbei zu verdienen? Wenn Sie gesucht werden, kommen Sie zu mir. Ich kläre das dann für Sie. Gegen Geld. Hm. Werde ich mir merken. Da. Willkommen im Dschungel. So, da ist das. Das heißt, wir müssen... Genau. Beschäftigt? Norana, oder? Kay-Vess, dein Ruf eilt dir voraus. Ist das ein Kompliment? Diesmal schon. Crimson Dawn arbeitet gern mit zuverlässigen Freischaffenden. Wenn du ein paar Kredits willst, habe ich Aufträge für dich. Klar, ansehen kann ich es mir ja mal. Aber ohne Gewehr. Du suchst nach Arbeit, ja?
So. Stehl die Fracht. Ja, das war mir klar. Dein Pech. So. Dann haben wir hier Waffenmodifikation. Ein Schnellreiseziel haben wir da jetzt. So, den haben wir hier. Da haben wir eine Schmugglerin. Ein Schneider und noch ein Händler. Ich würde mal sagen. Andere Richtung. Schnell. Verdammt noch lesen. Wie sieht deine Zukunft aus? Komm nach Sashin und lass mich die Fäden deines Schicksals entwirren. Kundenbewertung. Ich bereiste die Galaxie, um meine Zukunft zu erfahren und zu sehen, ob ich eines Tages Liebe finden würde. Anscheinend nicht. Ich war so deprimiert, dass ich auf dem Heimweg in Kanto Bight halt gemacht und gewonnen habe. Wer braucht schon Liebe, wenn man reich ist? Sigo von Rovia. Ja. Nein, ich habe diese Saison schon. Hallo. Anfragen. Ja, Walfasern. Gott, oh Gott. Verkaufen habe ich nichts. Was kann ich hier kaufen? Wahrscheinlich Kleidung. Ich habe noch 1200 Bis zum Credits. Mal. Bis bald. Ist hier jemand? So. So, dann haben wir hier. Was siehst du? Da lang. Das dachte ich mir derselbe. Kommen Sie und sehen Sie sich mal an. Hey du, willst du was kaufen? Anfragen, Grobian-Ausrüstung. Also hier kann ich die Klamotten kaufen. Oh. Informationen? Immer. Dann direkter Energieschaltkreis. Mhm, für Gleiter. Hacking-Verbesserung. Oh. 144. Für Fähigkeit 3 Stück. Ich hätte aber nur 2. Schussmaterial. Davon habe ich, glaube ich, genug. Diebesgürtel. So. Akiva, versteckte Reichtümer. Diebesgürtel. Junge, Junge. Alles hier angucken. So, hier Händler. Erlesene Waren aus der ganzen Galaxis. Was verkaufst du? Alles. Alles, was ich habe. Die Imperiale Akademie hat mich angenommen, also bin ich bald hier weg. Den Kram brauche ich da nicht mehr. Aber mit ein paar Kredits könnte ich mir eine schicke Uniform leisten. Mhm. Brückenkartell, gut. 100 Credits. Wie wär's damit? Ich nehme dir das alles ab und leg ein gutes Wort für dich ein. Du kennst die Rekrutierer der Akademie? Kannst du mir dann zur Offizierslaufbahn verhelfen? Das nicht, aber ich kann mit Surat Nuad reden. Und der weiß, wie man die Imperialen um den Finger wickelt. Verstehst du? Wirklich? Hier, nimm alles! Sag den Rekrutierern, Theopros ist spitze. Neue Informationen, die Diebesgriff von Akiva. Okay. Kann ich Ihnen helfen? Sie haben die richtigen Leute beeindruckt. Dafür gibt es einen Rabatt. Hm. Jawalfasern, da sind sie, ne?
Sie sind jederzeit willkommen. So, was haben wir hier noch? Schmugglerin. Das würde bedeuten, ich muss gleich da rein. Handle dir keinen Ärger ein. Da machen wir mal hier hin. Ja. Hey. Durastahl. Immunität. Achso. Macht ja nichts. Ja, dann haben wir die auch. Und jetzt haben wir noch den. Weil die alle einmal kennengelernt haben. Hier. Sie selbst. Hohes Risiko. Still die Fracht. Neuer Vermittler verfügbar. Yes. So, was haben wir denn noch? Haben wir irgendeinen vergessen? Nee, eigentlich nicht, ne? So. Pike-Syndikat. Auftragsvermittler. Händler. Crimson Dawn. Auftragsvermittler. Rückengottel. Ranu Ocken. So. Ab zum Raumhaufen. Im Pike-Viertel. Suchst du etwas Bestimmtes? Wir sind jetzt einmal hier sinnlos, also nicht sinnlos im Sinne von, sondern wir brauchen die Leute ja. Aber eigentlich haben wir jetzt gerade noch gar nichts gemacht. Promenade. Eigentlich ganz nice, ne? Ist hier eine Plattform, ne? Denken Sie daran, die Monsunzeit rückt näher. Wussten Sie, dass die meisten Gebäude alle drei Jahre zu einer kostenlosen Sicherheitsinspektion berechtigt sind? Okay. Rein in die Kantine. Ignoriere sie einfach nix. Sie da. Rekrutierung in der Kantine. Interessante Entscheidung. Das Imperium sieht überall Potenzial. Nehmen Sie mich zum Beispiel. Ich stamme aus einem üblen Dreckskaff. Konnte nicht mal meinen eigenen Namen schreiben. Und das haben Sie dann gelernt? Jetzt habe ich eine wichtige Rolle. Bewirke etwas. Noch können Sie sich einschreiben, bevor wir die Rekrutierung für diese Saison beenden. Die beste Gelegenheit. Ach ja? Und von welcher Gelegenheit genau reden wir hier? Beim Imperium haben Sie die Chance, wirklich etwas zu bewirken. Die Galaxis zu verändern. Und mich in einer Kantina von allen ignorieren zu lassen? Klar. Ich denk drüber nach. Oh, seh dich um. Mhm. Hohes Risiko. Alles immer hohes Risiko. Vielen Dank für die Zeitverschwendung. Eine Zeitverschwendung.
Wenn du wegen des Sabak-Turniers hier bist, kommst du zu spät. Was? Nein, ich muss deinen Boss sprechen. Nur zu. Surat ist gerade hinten. Danke. Wird hier viel Sabak gespielt? Es sind ein paar Profis in der Stadt und jeder in Myra will es mit ihnen aufnehmen. Gut zu wissen. Hey, Jaylen, bist du da? Ich werde gleich Surat treffen, aber ich muss ihm irgendwas anbieten. Warum bietest du ihm nicht Gewürze im Austausch für Informationen zu deinem Freund? Oh, ja, das könnte klappen. Betrachte es als Investition und pass auf dich auf. Mhm. Gewürz. Was haben wir hier für eine Konsole? Lokale Vermittler, andere Welten, Aufträge verwalten. Nee. Oh, sorry, gerade ins Auge. Geschlachtet. Hey, ich muss noch schnell zu Surat. Klar, viel Glück. Oh, Griff. Wer ist das? Jemand, der mich hintergangen hat. Und jetzt raus. Warte, ich habe etwas, das dich sehr reich machen könnte. Ich brauche nur ein paar Informationen. Welche Art Informationen? Ich suche einen Rodianer namens Gedeek. Ich brauche nur einen Ort. Sprich weiter. Ich habe 2 Lieferungen Sansana-Gewürz. Sie gehören dir, wenn du mir sagen kannst, wo Gedeek ist. Verstehe. Abgemacht. Du findest einen Rodianer in einer imperialen Forschungsstation, falls das Huttenkartell ihn nicht schon eliminiert hat. Was? Wieso? Was hat er getan? Frag ihn doch, falls du zuerst ankommst. Es ist mein Bruder. Was? Der Mann in dem Tisch. Er hat mir ein Auge genommen, also habe ich ihm alles genommen. Ja. Ich sehe die Ähnlichkeit. Okay. Hey, Andy 5, Jaylen? Ich habe einen Tipp zu Gedeek bekommen. Er arbeitet in einer imperialen Forschungsstation. Ein Imperialer? Dann lassen wir das lieber. Gedeek hatte keine Wahl. Es hieß Dien oder Gefängnis. Sollten wir sonst noch was wissen? Er hat sich ein paar Feinde auf Akiva gemacht, aber darum kümmere ich mich. Mach das, Kay. Das alles hat mich schon genug gekostet. So, nur für die Akten. Das ist eine schreckliche Idee. Kann ich eigentlich... Schnellreise. Da muss ich hin. Ich sehe auch noch den Diebesgürtel, ne? Dann können wir den auch noch gleich mitnehmen. Halt dich fest, nix. Drei Meter fahren. Alles kaputt hämmern. What? Okay.
Oh, wow. Okay, das funktioniert auch nicht. Was ist, was machst du? Wie kommst du denn da hin, Alter? Ist mir ernsthaft. Scheinbar kommst du hier gar nicht lang, ey. Das ist ja interessant. Ist das hier so eine Art Weg vom Ding so, hey, bitte fahren Sie da nicht lang. Hier ist die Brücke kaputt oder was? Ist ja ein Knaller. Rote Baum auf dem Planeten. Warum nur? Hey, Andy 5. Surat meinte, dass Gedeek Probleme mit den Hutten auf Akiva haben könnte. Hast du eine Ahnung, warum? Man hört viel darüber, dass das Imperium gegen die Syndikate vorgeht. Vielleicht hat ein Feind damit zu tun? Ha, das klingt aber gar nicht nach Gedeek. Hey, das Imperium verändert Barganische. Vergiss das nicht. Da hinten hin. Ist da etwas in diesen Ruinen, Kumpel? So anders als Kanto. Ram würde das gefallen. Alter, wie geht das hier? Das war klar. Gut. Vorsicht, Nix. Das sieht echt alt aus. Also, normaler würde ich ja sagen. Wo bin ich denn hier hin, Alter? Ja. Oh. Ja, ja. Oh Mann, ist das peinlich gerade. Ja, nix ist jetzt da lang. Und ich kann jetzt nur hier lang. Dann ist er hier oben? Ich komm ja schon, ich komm ja schon. Wow, das ist mal ein Ausblick. Das stimmt. Oh. Warum mache ich eigentlich immer den gleichen Fehler? Ich weiß es nicht. Wo ist er denn jetzt hin?
Was hast du gefunden? Sammelgegenstand. Fruchtmantelung. Eine Tempelruine. Haben wir einen Schatz gefunden. Hey, Kumpel. Willst du mich verunepiepeln? Das hatte wieder sowas von Black Flag in Assassin's Creed, beziehungsweise na los, das geht schneller. Assassin's Creed 2. Lernte ich hier noch irgendwas? Ich mich gerade interessiert frage, ne? Dass ich gerade so gut fahre hier. Dach. Bodenkartell ist gut, okay. Wir müssen irgendwo dahin. Muss das sein? Sliga Day. Was ist denn hier los, Alter? Maklida Samaklida. Gang Otto. Dope Day. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Das ist den ganzen Hundenkartell hier alles. Wilderer Station. Team runter in die Katakomben. Hat mich zwei Flaschen Spotschka gekostet, gar nicht mehr zu wissen. Gerade, wo ich muss. Dann melde ich doch nächstes Mal freiwillig, wenn du so sicher bist. Auf jeden Fall bin ich scheinbar schon mal vorbeigelaufen. An dem Berg. Oh, doch nicht. Habe ich doch den Weg gefunden. Okay. Willst du mich verarschen? Siehst du was? Ist da jetzt ein
Gott. Aber ich muss irgendwo dahin. Da ist das Teil. Oh, sehr schön. Ich bin im falschen Film. Der Typ sieht das doch, da wette ich dafür. Hin, Alter. Oh Gott. Alter, das war gar nicht auf meiner Stellenbeschreibung heute hier dran. Okay. Jetzt muss ich erstmal kurz überlegen, was ich mache.